Hallo liebe Spieler, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Runde Let's Play World of Tanks hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin heute mal euer blauer Steve Austin LP. Ja, das kommt vor, das passiert. Die Spiele sind echt schwierig geworden und ich bin auch ein Spieler, der halt, wenn er beschossen wird oder dergleichen, versucht diesen Feind im eigenen Team dann zu eliminieren. Außerdem, ihr kennt meine Meinung zum Report-System. Jeder darf da jeden reporten. Das ist einfach nur blanker Wahnsinn. Zum Spiel. Wir sind auf Restfield. Ich bin wieder im VK3601 H6er Heavy der Deutschen. Und es ist eine 8er Runde. Das heißt für mich, ja, nicht unbedingt das, was ich mir hätte gewünscht. Aber da muss man durch und auch hier seine Rolle erkennen, Rolle akzeptieren und umsetzen. Und deswegen das Replay heute für euch einfach, weil es schön zeigt, wie wichtig es auf einer Karte ist, wie Westfield, dass man hier verschiedene Positionen besetzt und Kreuzfeuer flankieren betreibt. Ich möchte mich hier an die Scheune und möchte dann auf die andere Seite feuern. Dort, seht ihr, gehen die ersten Ziele auf. Und möchte so halt, trotzdem ich Sechser bin, das Team unterstützen. Jeden, den ich dort drüben beschieße, bleibt doch mal stehen. Immer die Kettentreffer hier von mir. Jeden, den ich dort beschieße, also umso mehr mache ich es den Leuten auf der anderen Seite halt leichter, dort am Leben zu bleiben. Und das hier auf Restfield, diesen Art Canyon, den ihr dort habt halt, da muss man halt von der einen Seite zur anderen feuern. Und auch hier den Gegner unter Druck setzen, der eventuell das gleiche tut. Umso leichter haben die Leute das auf der anderen Seite. Das kleine, feine Zauberwort dafür. Ich weiß, das ist in der heutigen World of Tanks Community so eine Art Fremdwort geworden. Aber das nennt sich halt Teamplay. Gucke ich so ein bisschen, wie gesagt, ich bin Sechser, ich möchte hier nicht irgendwie großartig rausfahren und dann mit drei Schüssen gestreckt werden. Und ihr seht, ich gehe auch auf alles, ich möchte einfach mein, natürlich Schaden machen, aber auch mein Team supporten. Wir T-37, der unseren T-37 angeht. Und jetzt mal so schön daneben schießen. Ich weiß nicht. Da habe ich so ein bisschen gerade kurzzeitig irgendwie mir im Endeffekt gedacht, wo schieße ich da hin? Natürlich will er mich umfahren, aber ich habe die HP einfach zum Glück und ich drehe den Turm schneller als er dachte. Nochmal daneben ballern oder abprallen. Aber auch den holen wir uns und landen am Ende wieder bei 3 Kills. Jetzt kommt noch der schnelle Versuch, deinen Waffenbruder zu erzwingen, aber da habe ich so ein bisschen gepennt. Ihr wisst ja, man kann ja im Spiel Züge erstellen und diese Option ist total schwachsinnig
Und wird im Endeffekt, wird es halt nur dafür genutzt, dass man irgendwelche Medaillen am Ende noch bekommt, weil man kurz vor Ende halt nochmal sagt, irgendwie, Verzeihung, dass das, dass man in den Zug reingeht und somit diese Medaillen bekommt. Eine wirkliche Leistung wäre es gewesen, wird man halt von Anfang an in den Zug gehen und so, aber das ist. Widerspricht eigentlich den kompletten Gedanken des Zugbildens, aber hey, wir sind Wargaming, wir können eh alles machen, was wir wollen. Und in Bildern, ihr kennt das Spiel, sieht das am Ende so aus: Panzer erstmal wieder auf dem VK. 2051 Schaden, aber halt in einer Achterrunde. Ich würde sagen, ja, gut gestellt und gut die Chancen genutzt. Weil da muss man halt einfach aufpassen, dass man nicht irgendwo blindlings irgendwo hinfährt und gleich gemeuchelt wird. Auch ein bisschen mit Gold geschossen. Verzeihung. Dafür als Low-Tier ganz gut gelaufen. Ich bin euer Steve Austin LP und ich hoffe sehr, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wenn ja, dann schreibt mit mir über die Kommentare und tauscht euch mit mir aus. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video liked. Wenn ihr es auf Facebook teilt und mir für meinen Kanal ein Abo hinterlasst.